Herr Professor Dr. Barkhausen, wie gehen Sie an neue Methoden heran? Wenn wir uns mit neuen interventionellen Methoden beschäftigen, ist zunächst natürlich die Sicherheit der Therapie im Fokus. Es kommt uns darauf an, dass wir keine Schäden während der Behandlung verursachen. Das hat am Anfang allerhöchste Priorität und wir müssen einfach sicherstellen, dass wir uns mit einer neuen Methode vertraut machen und die dann wirklich auch sehr zielsicher einsetzen können. Im zweiten Aspekt, wenn wir diese erste Hürde genommen haben, ist es dann einfach wichtig zu schauen, ob wir mit der Therapie, die wir durchführen, auch den gewünschten Effekt erreichen und diesen Effekt dann auch wirklich in Studien validieren, um einfach die Methode weiter voranzubringen. Bitte beschreiben Sie MR-HIFU. Die MR-HIFU-Behandlung ist eine Kombination aus der Magnetresonanztomographie zur Bildgebung und einem Ultraschallsystem, was in diesen Kernspintomographen integriert ist. Der Ultraschall wird dabei nicht als diagnostischer Ultraschall eingesetzt, sondern als therapeutischer. Das heißt, wir haben mehrere Ultraschallsender, die zielgerichtet auf einen Punkt hin ihre Energie bündeln und dann punktgenau in der Tiefe des Körpers Gewebe erhitzen und damit zerstören können. Wie wählt man geeignete Patientinnen aus? Bei der Auswahl der Patienten spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Bei den Myomen ist es zunächst mal wichtig, dass wir eine Indikation zur Behandlung nur bei den Patientinnen sehen, die Beschwerden durch die Myome haben. Der zweite wichtige Punkt ist, ob das Myom erreichbar ist. Das heißt, wir müssen von dem Ultraschallsender bis zu der Läsion, die wir therapieren wollen, ein freies Schallfeld haben, dürfen dort keine Narben zum Beispiel in der Haut haben oder Darmschlingen, die sich auf den Ultraschallweg legen, weil durch die Luft, die im Darm typischerweise vorhanden ist, wir die Ultraschallenergie nicht transportieren können. Also Erreichbarkeit ist ein wichtiger Punkt. Weitere wichtige Punkte sind die Anzahl der Myome. Es sollten nicht zu viele sein, weil wir einfach nur eine begrenzte Anzahl in einer Sitzung therapieren können. Die Signalintensität, so wie sich die Myome in den MR-Bildern darstellen, hat einen gewissen Einfluss auf die Therapie. Da kann man schon vorher abschätzen, ob sich die Myome gut oder weniger gut behandeln lassen. Was ist weiterhin wichtig bei dieser Behandlung? Es ist ja eine Therapie, die definitiv an der Schnittstelle zwischen zwei Fachbereichen, in diesem Fall zwischen der Radiologie und der Gynäkologie, erfolgen muss. Die Gynäkologen sehen diese Patienten zunächst, müssen einfach mal an diese Therapiemöglichkeit auch denken und dafür sorgen, dass die Patienten auch auf den richtigen Weg geschickt werden. Grundvoraussetzung dazu ist sicherlich eine enge Kooperation zwischen den beiden Fachbereichen Radiologie und Gynäkologie bei der Betreuung dieser Patientinnen. Wie sind die Behandlungen in Lübeck verlaufen? Wir haben bisher gut 40 Patientinnen in Lübeck therapiert. Und das Wichtigste ist natürlich, wir haben bei keiner dieser Behandlungen irgendwelche Nebenwirkungen gehabt. Während der Behandlung können mal leichtere Schmerzen auftreten, die aber keiner besonderen Behandlung bedürften. Und etwa 1 bis 2 Stunden nach der Therapie können alle Patienten das Krankenhaus verlassen und im weiteren Verlauf ist auch in der Regel keine weitere Schmerztherapie mehr erforderlich und die Patientinnen sind am nächsten Tag wieder voll belastbar. Wie wichtig ist für Sie die Bildführung bei diesem Verfahren? Die Bildführung ist das alles Entscheidende. Wir benutzen die Kernspintomographie sowohl zur Lokalisation als auch zur Temperaturkontrolle während der Behandlung. Die Herausforderung ist dabei, komplexe Informationen, die uns das System zum Teil in Echtzeit liefert, zu verarbeiten. Das ist im Moment ein Prozess, den der behandelnde Arzt während der Therapie tun muss und dabei sehr schnell agieren muss. Und hier würden wir uns in Zukunft sicherlich Unterstützung durch technische Systeme erhoffen, die es uns zum Beispiel ermöglichen, Areale, in denen eine Erwärmung zu befürchten ist, frühzeitig zu erkennen und dann die Therapie bereits vor dem Auftreten von irgendwelchen Beschwerden bei der Patientin abbrechen zu können.